Die gute Nachricht vorneweg. In 7 Stunden, die ich heute in Berlin unterwegs war, auf den verbotenen und einer genehmigten Demonstration, kam es nicht mehr zu so schrecklichen Gewaltszenen wie am 1. August, als die Polizei brutalst gegen Demonstranten vorging. Offenbar hat da doch gewirkt, dass sich selbst der UNO-Sonderberichterstatter für Folter für das Vorgehen der Berliner Polizei interessiert hat. Heute tendenziell eher deeskalierend, teilweise überfordert. Man ließ einen Demonstrationszug eine Stunde, ja sogar länger, durch die Stadt ziehen, hielt ihn dann auf sehr ungeschickte Weise. Berlins Polizei schien nicht Herr der Lage. Dass es Deeskalation war, das halte ich für eher unwahrscheinlich. Dazu war das Vorgehen zu ungeschickt. Aber schauen Sie sich jetzt einfach mal das Wichtigste aus meinen diversen Livestreams an. Man musste in Berlin immer wieder unterbrechen, weil die Internetverbindung so schlecht ist. Und dazu noch ein paar bisher unveröffentlichte Videos. Voila! Also ich finde es irre, wie Sie... Ach, danke! Jetzt will die Polizei hier. Also hier wurde jetzt gerade die Polizeisperre überrannt. Mann, was wird denn das? Alter, halt alles! Wir sind mal zurück, Sie müssen doch die Leute vorbeilassen, das eskaliert doch. Das ist eine Eskalation, die Sie vorbeiführen. Ja, das ist aber deren. Ja, aber Sie als Polizei haben ja eine Verantwortung, dass es keine Eskalation gibt. Ja, aber in der Situation müssen Sie doch deeskalieren. Der sozusagen angreift, darf alles machen und der andere muss weg. Nein, das überhaupt nicht, aber in der konkreten Situation muss man doch deeskalieren. Also der Polizist sagt nein, es wird hier nicht deeskaliert. Hier ist jetzt schon Pfefferspray. Also der Polizist sagt, es sind dann die angreifen im Recht. Sagte ich nein, und es war tatsächlich so, dass die Leute hier durch wollten. Massiv provoziert, das macht es nicht weniger unzulässig, dass sie durchwollen, aber man kann natürlich auch provozieren. Hier jetzt eine sehr aufgeladene Stimmung. Und das ist die Folge von der Polizeitaktik von Andreas Geisel. Zuerst ist man überfordert, zuerst kommt man nicht hinterher und dann agiert man so wie jetzt hier. Und ja, es macht mich fassungslos. Oh,
Teilweise auch Polizisten ohne Masken. Also eine sehr aufgeheizte, explosive und ja, gefährliche Stimmung. Sie haben es ja vorher schon gesehen, da wurde auch ich fast überrannt. Für alle gefährlich, hier auch wieder Polizei ohne Maske. Ich habe nichts dagegen, eben unter der freien Luft. Also im Moment die Polizei hier massiv in der Unterzahl. Das wäre eine Chance, oder? Na, alles soll friedlich bleiben. Ja, der ist bestimmt schon zweimal geimpft. Der ist ein bisschen, hat ein bisschen erhöhten Blutdruck hier. Der macht niemand damit. Der ist schon zweimal geimpft. Der hat mir schon ein paar Mal negativ umgefallen heute. Wenn es rennt, weiter tut, dann kann ich mir helfen. Ich schieb euch! Der kann mir nur noch leid tun. Hatte das verwechselt. Ich dachte, das sind die Sachsen-Anhalt hier. Jetzt kommt hier Pfefferspray. Ja! Hey! Die Schweine. Hier sehen Sie massiver Einsatz von Pfefferspray. Flaschen. Ein Mann sagt, haben wir es geschafft, ein paar alte Leute umgeschubst und rausgeschmissen. Guck dir mal den alten Mann an, der ist 75. Der ist knien sie sich rauf. Ein Erfolg, ja. Unglaublich, Mensch. Also hier jetzt Einsatz von Pfefferspray und in meinen Augen typisch SED und Geisel. Das ist die Polizeitaktik hier in Berlin. Zuerst hat man es verpennt, hat es verpasst, hat die nicht gefunden. Ich habe Polizisten aus Berlin hier vorübergehend in Gewahrsam genommen, also ein Polizist in Uniform, der nimmt an dieser Kundgebung. Darf ich da nochmal ganz kurz nachfragen? Also er nimmt er ist ein Polizist aus Nordrhein-Westfalen, das hat mir seine Freundin, die mit ihm hier ist, erzählt. Er ist als Polizist aus Nordrhein-Westfalen privat, nimmt er an dieser Kundgebung teil und ist jetzt von den Polizisten aus Berlin deswegen vorübergehend in Gewahrsam genommen. In Uniform. Ich weiß nicht warum, so hat sie mir nur erzählt. Also er ist in Uniform hier privat. Ich vermute, weil er eine Uniform anhat, aber das ist tatsächlich eine Sensationsmeldung, wenn das so stimmt. Ja, das ist so. Also er ist ein echter Polizist. Praktisch so der. Die Paradeuniform. Parade-Uniform. Er kann ja auch schlecht in der Kampfuniform. Genau, also solche Uniformen gibt es auch bei der Armee. Und das ist offenbar die Situation, die sich hier gerade abspielt. Ja. Ich will so nichts anderes. Man könnte sagen, Polizisten haben möglicherweise die Seiten gewechselt. Jedenfalls für den heutigen Tag. Das ist halt die Menge, aber sehr zu. Markus und ich, wir versuchen heute in den Blick zu verschlafen. Wir sind alles da, zeigt das wirklich an einem Geld, damit das in der Geschichte sich bestätigt, das wäre natürlich Komm, ist mir egal, ich bin nicht.
und Anwalt. Ja, super. Also das hier, dieser kleine Antifa-Trupp. Sehr gut, Herr Reitschuster, das sind einzige Hoffnung im Moment hier. Ja, hören Sie auf. So, und hier gab es jetzt noch eine Polizeiaktion. Der Fahrer dieses Autos mit amtlichem Kennzeichen, das wir nicht nennen, der wurde nicht selber beschlagnahmt, aber seine Teile seines Hab und Gutes bzw. seiner Papiere wurden beschlagnahmt. Vielleicht erzählen Sie kurz, was passiert ist. Ja, es war eine Eilversammlung geplant hier am Potsdamer Platz, für die ich nicht der Versammlungsleiter war, sondern die jemand anderes anmelden wollte. Und ich wurde gefragt, das Fahrzeug als Bühne, also das Dach sollte die Bühne sein, einer Eilversammlung. Das wurde nicht genehmigt. Ich habe den Polizisten gefragt, wie jetzt weiter vorzugehen ist. Und habe dann gesagt, wenn es nicht genehmigt ist, würde ich das Fahrzeug einfach wieder wegfahren. Und dann wäre die Sache gegessen gewesen. Es geht seit 2 Stunden darum, dass meine Personalien aufgenommen wurden, dass ob das Fahrzeug jetzt beschlagnahmt wird. Das ging jetzt 2 Stunden hin und her. Und das Fazit ist jetzt so, sie haben jetzt mein Equipment beschlagnahmt. Also so, dass ich jetzt nichts weiter machen kann und mir das irgendwo morgen holen kann. Also auch nicht frei bin, jetzt heute nach Hause zu fahren, sondern bin jetzt aufgrund einer Frage an die Polizei, ob man eine Eilversammlung anmelden kann. Aufgrund dieser Frage wurden jetzt meine technischen Geräte beschlagnahmt. Welcher Wert hat das? Ist das zusammen die Werte? Die Werte, Entschuldigung, das Equipment. Ich bin auch schon müde, nicht nur Sie. 1500 Euro würde ich sagen, also Neuwert. Und ansonsten ist alles, aber man hat entweder den Führerschein abgenommen, noch die Fahrzeugpapiere. Also den Reisepass habe ich immer noch nicht wieder. Reisepass fehlt noch. Ja, ich Personalausweis zeige ich auch nicht mehr vor. Und man hat aber, das ist das Gute daran, es waren jetzt knappes Dutzend Polizisten durch die, also es ging durch die Hände von einem knappen Dutzend Polizisten und man hat gemerkt, dass denen das peinlich war. Also diese Maßnahmen. Das waren die sächsischen Polizisten, ja, nicht die. Ich glaube aus Leipzig, ja. Aus Leipzig, ja. Und wir haben auch gemerkt, dass, also wenn es ihnen nachginge, dann wird man jetzt kein Spektakel daraus machen. Aber müssen die Maßnahmen umsetzen und waren peinlich berührt davon. Wobei die auch ganz unterschiedlich sind. Mich hat jetzt gerade noch einer, als die Kamera aus war, zwar nicht strafrechtlich relevant, aber doch ziemlich dumm angeredet. Ja. Das hat mich sehr gewundert. Ansonsten habe ich die heute eigentlich als sehr höflich erlebt, die sächsischen Polizisten. Aber die müssen natürlich auch ausführen, was man ihnen hier von der Berliner Polizeiführung auftragt. Genau. Also wurde jetzt auch so mitgeteilt, dass denen die Hände im Prinzip gebunden sind, das zu tun. Was machen Sie jetzt weiter? Warten? Ja, das ist kein Weltuntergang. Ich finde jetzt nur, also ich finde diese Umsetzung finde ich schon heftig. Okay, danke. Alles Gute. Danke. Ja, gerne. Darf ich noch was nachfragen? Ja, interessant ist, wie in den Medien über
diesen Demonstrationssamstag berichtet wurde. Ich habe dazu einen eigenen Bericht auf meiner Seite www.reitschuster.de. Schauen Sie da rein. Ich will Ihnen das jetzt nicht alles wiedergeben. Teilweise wurde da dramatisiert, etwa die Szenen an der Brücke. Und dann wurde auch so getan, als hätte man, wenn man diese Brücke, die Absperrung auf der Brücke durchbrochen hätte, das Regierungsviertel erreicht. Wenn man auf die Karte schaut, dann sieht man, dass eben genau das nicht so ist. Aber es war nicht so wie bei vielen anderen Demonstrationen, dass ich danach in den Medien regelrecht den Eindruck hatte, die waren auf einer anderen Veranstaltung. Gott sei Dank nicht mehr so dramatisch. Das Fazit für mich war es wieder bedrückend. Warum hat diese Regierung so riesige Angst davor, dass Menschen friedlich auf die Straße gehen, um ihre Meinung zu sagen, um die Regierung zu kritisieren? Bei Veranstaltungen, die der Regierung ideologisch nahestehen, wie dem Christopher Street Day, da lässt man das zu, auch Zehntausende bei Regierungskritikern nicht. Das zeigt, dass wir ein massives Problem mit der Demokratie in diesem Lande haben, und mich lässt das traurig und betroffen zurück. Dieser massive Polizeieinsatz heute ist eigentlich nichts anderes als Verschwendung von ihren, unseren Steuermitteln und ein Offenbarungseid in Sachen Demokratie, auch wenn dieser Offenbarungseid diesmal nicht so brutal ausfiel wie beim letzten Mal. Optimistisch könnte man sagen, ein bisschen etwas lernen diese Regierungen, wenn auch sehr, sehr langsam. Pessimistisch könnte man sagen, das Grundprinzip der Demokratie, zudem auch eine uneingeschränkte Freiheit für Kundgebungen zählt, das hat diese Regierung längst aufgegeben, und sie hat damit den Boden der Demokratie zumindest teilweise verlassen. Danke fürs Reinschauen. Abonnieren Sie den Kanal. Empfehlen Sie ihn weiter. Teilen Sie ihn. Unterstützen Sie. Boykottieren Sie damit den Werbeboykott von YouTube. Vielen Dank. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Ja, und was ich fast vergessen hätte, natürlich geht es am morgigen Sonntag weiter. Da werde ich auch wieder den ganzen Tag für Sie aus Berlin berichten. Da sind ja auch wieder große Demonstrationen geplant und verboten. Und die Gefahrprognose sagt, dass es hier sich wiederholt zu einer Versammlung kommen könnte. Das ist aber nicht Sinn und Zweck. Sinn und Zweck ist, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu schützen. Das ist ja wirklich wie in anderen Zeiten. Ich habe schon damals. Das ist aber wirklich wie in anderen Zeiten, muss man sagen. Wenn du dann zu sagen, Sinn und Zweck ist die. Okay, dann alles Gute, ihr Lieben. Wir sehen uns morgen wahrscheinlich. Ja, hoffentlich. Schönen Abend.